Servus, kommt rein. Ich bin der Gründer von Würzburger Leben und der Firma, die dahinter steht. Und es kommt alles von Redaktion bis hin zur Geschäftsführung auf. Es gab keinen Plan. Die Facebook-Seite wurde damals irgendwann nachts um 3 gegründet aus Spaß an der Freude. Entwickelt hat sich Würzburger Leben zu dem, was es ist, nämlich ein Online-Verlag, eine Online-Community, wo es um Infotainment geht. Und mittlerweile, ja, ist es eine Medienfirma. Meine drei wichtigsten Dinge am Arbeitsplatz: einmal ein handliches Notebook, ein Smartphone und vielleicht den einen oder anderen Koffeinhaltiges Drink. Mir macht an meiner Arbeit am meisten Spaß, wenn man tatsächlich auch mit Personen in der Realität zu tun hat. Wenn es menschelt, dann macht es doch noch am meisten Spaß, auch wenn natürlich die anderen Aspekte auch sehr toll sind. In der Gründerzeit habe ich selbst sehr viele Artikel, also die Hälfte geschrieben und die Hälfte der Postings gemacht. Heute ist es ein geringer Teil. Tipps: erstens, man sollte nie den Spaß bei der Sache verlieren. Zweitens, eine hohe Kreativität aufbringen. Drittens, doch ab und zu mal hinterfragen, was man da macht, um eben Dinge, die vielleicht gleich erscheinen, immer wieder neu zu erfinden.